Sepp, ich hätte nie gedacht, dass ich dich jemals wiedersehen würde. Dr. Hansen, haben Sie sich die ganze Zeit auf der Insel versteckt? Sepp, die Regierung wollte, dass ich Dr. Hansen töten lasse, da sie ihn verdächtigen, Sepp Leines den Zugang zu SF-32 verschafft zu haben. Deswegen ließ ich ihn hierher bringen und täuschte seine Exekution vor. Mir schien, die Katakomben dieser Kirche wären der perfekte Ort für ein Versteck. Verstehe. Sepp, es wird wohl langsam Zeit, dir die ganze Wahrheit zu erzählen. Du musst nach dem ganzen Hin und Her ziemlich verwirrt sein. Ja, wie du schon weißt, bist du nicht von dieser Welt. Es war deine Welt, die von Salandika zerstört wurde. Was ist das für eine skrupellose Regierung, die so etwas Schreckliches nur tun kann? Salandika entstand, indem sich viele kleine Staaten zusammengeschlossen haben. Man versuchte immer weiter zu expandieren. Kleinere Länder wurden absichtlich in den Ruin getrieben, sodass die einzige Rettung für sie war, sich Salandika anzuschließen. Als die Strategie bei einigen Ländern nicht funktionierte, wurden auch Konflikte regelrecht provoziert, sodass es nur noch eine militärische Lösung gab. Einige Länder schlossen sich zusammen, um Widerstand zu leisten, und gründeten somit die TFN, The Free Nation, um Salandika in seine Schranken zu weisen. Doch das funktionierte nur bedingt. Nach einem langen, blutigen Krieg verhandelten beide Seiten miteinander und schlossen Frieden. Trotzdem herrscht seitdem immer noch ein kalter Krieg zwischen den beiden Nationen. Es kam zu Aufständen, die wiederum führten zum Bürgerkrieg. Der Diktator Roland Marvin Austin wurde gestürzt und die Diktatur wurde gegen eine Demokratie ersetzt. Doch das ist alles nur Show. Denn so wie die Diktatur ist auch die scheinbare Demokratie nicht der wahre Strippenzieher. Keiner weiß, wer wirklich dahinter steckt. Die Regierung begann die Klonforschung. Das Ziel war es, Supersoldaten zu erschaffen, die jeden Befehl befolgen, und baut somit das erste Klonlabor. Nach sehr vielen Fehlschlägen, wo auch Missbildungen zustande kamen, konnten sie die ersten Menschen züchten, die kaum anfällig für Krankheiten waren und auch sehr schmerzresistent sind. Aber nur die wenigsten befolgten auf lange Sicht Befehle. Auch sie fingen irgendwann an, alles zu hinterfragen, warum sie kämpfen sollten. Dann wurden die ersten Soldatenfabriken gegründet, wo sie im Kindesalter dort lesen und schreiben lernten, und auch der Umgang mit einer Waffe wird denen dort beigebracht. In diesen Jahren werden ihnen nach und nach falsche Erinnerungen eingepflanzt, sodass sie wie Veteranen denken. Man muss ihnen einen Grund geben zu kämpfen, deshalb konditionierte man ihnen eine falsche Erinnerung. Viele glauben, dass sie irgendwo da draußen eine Familie haben, die auf sie wartet. Doch es war ihnen nie möglich, solch einen perfekten Supersoldaten zu erschaffen. Denn ihnen fehlten die echten Kampferfahrungen, die jeder Veteran hat, der sein Leben lang auf dem Schlachtfeld verbrachte. Ein einzelner Klonsoldat ähnelt einem normalen Soldat, der das erste Mal in den Krieg zieht. Nur in der Masse sind sie richtig effektiv. Das Klonlabor, die Soldatenfabriken und die ganze Forschung, sogar auch das Blue Hole-Projekt, läuft alles über die Black Projects. Salandika forschte auch an Zeitreisen. Man war sich sicher, dass man mit einem extrem hohen Energieaufwand eine Art Loch in der Raumzeit erschaffen konnte, um in die Vergangenheit oder Zukunft reisen zu können. Nach vielen Jahren der Forschung gelang es ihnen, einen Riss in der Raumzeit zu erschaffen, wobei die Anlage so viel Energie benötigte, dass es in weiten Teilen des Landes zu einem Stromausfall kam. Man schickte ein kleines Erkundungsteam durch, wo auch Sepp Leines und Brooklyn mit dran beteiligt waren. Was sie dort sahen, es wirkte wie dieselbe Zeit, nur alles ein wenig anders. Sie begriffen, dass sie nicht in der Zeit gereist, sondern in einer Parallelwelt gelandet waren. Möglicherweise eine alternative Zeitlinie. Sie fanden ein befremdliches Mineral, das es in unserer Welt nicht gab. Sie nahmen Proben von Pflanzen und diesen sogenannten Matrolithium, wie es die Einheimischen nennen, um es später analysieren zu können. Viel Zeit blieb ihnen nicht, denn durch den extrem hohen Energieverbrauch konnte der Riss nicht lange geöffnet bleiben. Durch die Analyse erkannte man, dass man mit dem Matrolithium eine sehr hohe Energie gewinnen kann. Man könnte mit nur zwei Kraftwerken das ganze Land mit Strom versorgen. Allerdings wurden dabei alle Leitungen zerschmolzen. Leider missbrauchte man das Matrolithium, um erneut in die Parallelwelt zu gelangen, wobei man immer wieder kistenweise davon mitbrachte. Doch es ist dort illegal, dieses Mineral abzubauen, wobei es erste Konflikte mit den Behörden dort gab.
Auch Verhandlungen blieben später erfolglos. Dummerweise sind die Leute dem Team bis zum Riss gefolgt, wo es zu einer Auseinandersetzung kam. Sie flohen durch den Riss und schlossen ihn wieder. Nach langem Hin und Her beschloss unsere Regierung, eine viel größere Anlage zu errichten, wo man sogar mit ganzen Schiffen in die andere Welt gelangen könnte. Einige Wissenschaftler befürchteten, dass es eine verheerende Katastrophe geben könnte. Stell dir vor, was passiert, wenn man in einer anderen Welt landen würde, wo es dort diesen Planeten nicht gibt. Oder alles aus Antimaterie besteht. Das wäre der Untergang der Menschheit. Oder wenn sich der Riss nicht wieder schließen würde. Aber man ignorierte unsere Warnung. Als die Anlage fertiggestellt wurde, nutzte man das mitgebrachte Materium als Energiequelle. Sie starteten einen Vernichtungskrieg. Die Bevölkerung dort hatte keine Chance, da sie auf keinen Krieg vorbereitet waren. Salandica wollte die ganze Welt dort bekämpfen, um eine neue Nation aufzubauen und das Materium in großen Mengen abbauen. Doch es entwickelte sich zur Katastrophe. Denn der Riss wurde mit der Zeit sehr instabil. Es tauchten jede Menge runde Flugobjekte auf. Sie bewegten sich fast geräuschlos durch die Luft und konnten sehr schnell die Richtung ändern. An ihnen war ein seltsames schwarzes Kreuz zu erkennen. Scheinbar erstreckte sich der Riss durch mehrere Welten. Alle verfügbaren Armeen mussten so schnell wie möglich zurückkehren, um Widerstand zu leisten. Die einzige Chance war es, das Portal zu zerstören, da Salandica denen nicht gewachsen war. Das nennt man wohl Karma, denn nachdem Salandica eine ganze Zivilisation ausgelöscht hat, wurden sie nun selbst von einer fremden Übermacht angegriffen und fast vernichtet wurden. Der Sieg hat viele Opfer gefordert. Doch das war noch nicht alles, denn mit dem Riss haben sie die Kiste der Pandora geöffnet. Denn mit dem Riss erschuf man das, was man später als Blue Hole bezeichnet. Es gibt viele Formulierungen. Einige bezeichnen es als das Teufelsmeer, andere als Insel des Todes. Brooklyn bezeichnete es als Bermuda-Dreieck. Das, was einige Wissenschaftler befürchtet haben, ist nun eingetreten. Obwohl der Riss in der Raumzeit wieder geschlossen ist, war er trotzdem zu jeder Zeit geöffnet. Selbst heute noch verschwinden dort Schiffe und Flugzeuge. Während dem ganzen Kriegsgeschehen versuchte ich noch so vielen Menschen wie möglich zu retten. Ich traf auch auf einen kleinen Jungen und ein Mädchen im Wald. Als einer unserer Soldaten auf die Kinder schoss, tötete ich den Soldat und rettete dich, Sepp. Ja, richtig gehört. Der kleine Junge warst du, Sepp. Ich hatte eine Vision, als die Beast GSA mich gefangen genommen hatte. Eine unterdrückte Erinnerung aus meiner Kindheit. Tut mir leid, Sepp. Für deine Freundin konnten wir leider nichts mehr tun. Sie starb an ihrer Schussverletzung. Du sahst genauso aus wie Sepp Linus, nur in einer viel jüngeren Version. Ich hielt dich bedeckt, denn niemand durfte von deiner Existenz wissen. Ich wollte verhindern, dass sich solche furchtbaren Ereignisse je wiederholen würden. Mir war bewusst, dass dafür die Regierung von Salandica ausgelöscht werden musste. Somit erschuf ich einen Plan und nannte ihn The Last Hope, TLH, womit es mein Ziel war, Salandica nach und nach immer mehr zu schwächen, um ihn sämtliche Macht zu nehmen. Dazu zählt auch die Zerstörung des Klonlabors und die Übernahme der SF-32, da die Anlage das Herzstück des ganzen Klonprojekts ist. Sepp, ich wusste, dass ich dich nicht selbst erziehen kann und vertraute dich deswegen Dr. Hansen an. Er sollte sich um dich kümmern. Ich ließ Dr. Hansen und alle anderen absichtlich in den Glauben, dass du ein gewöhnlicher Klon wärst, um dich zu beschützen. Wenn ich dazu auch noch was sagen darf, denn das muss ich jetzt einfach loswerden. Es fällt mir gerade nicht leicht, darüber zu sprechen. Aber als Alexandra anfing, mir nachzuspionieren, bekam ich Angst, dass sie alles auffliegen lassen könnte und somit diese Mission gefährden würde. Deswegen verlangte ich von Sepp, sie ebenfalls auf Eis zu legen, wie auch die vier Soldaten. Was? Tut mir leid, ich wusste doch nicht, dass du auch mit zu TH gehörst. Der Plan war anscheinend nicht bis ganz zu Ende gedacht, aber ich konnte unmöglich alle über die restlichen Mitglieder einweihen, denn wenn einer redet, fliegen alle anderen auf. Ich bin gerade echt fassungslos. Sepp, jedenfalls dauerte es sehr lange, bis du die Geschehnisse verarbeitet und die Trauer überwunden hast. Deine Trauer verwandelte sich mit der Zeit in Wut. Ich gab dir mein Wort, dass die Verantwortlichen dafür bezahlen werden, die dein Volk ausgelöscht haben.
all die Jahre, die du in der SF-32 verbracht hast, haben wir dich für diesen einen Tag vorbereitet. Wir formten dich zum Sepp Linus. Hat während dieser Zeit nicht auch Brooklyn noch für die Regierung gearbeitet und die Experimente im Klonlabor überwacht? Ja, richtig. Zu dieser Zeit gründete er auch die Beast-G's Ehe. Und als Brooklyn das Klonlabor übernahm, bekam Sepp Linus den Befehl, Brooklyn und seine Männer zu töten, damit die Regierung das Labor wieder unter ihre Kontrolle bekommt. Doch Sepp startete dort den Selbstzerstörungsmechanismus der Basis, um Brooklyn und alle anderen da drin zu begraben. Seitdem wurde er als Terrorist gejagt. Sorry, ich habe gerade einen übelsten Frosch wieder im Hals. Mr. Steven, sagen Sie mir, gehörte Sepp Linus auch mit zu TLH? Sagen wir mal so, er tut das Richtige. Er weiß nichts von uns und ich möchte auch, dass das so bleibt. Sepp Linus lebt also noch? Dazu komme ich gleich. Sepp, kurz bevor dein Einsatz in der SF-32 begann, haben wir deinen Mikrocomputer abgenommen, damit man nicht deine Identität nachweisen kann. Dadurch wurdest du aber auch ab sofort von jedem als Feind angesehen. Du hast sogar darauf bestanden, dass wir die Erinnerung von Sepp Linus in einer abgewandelten Form einpflanzen. Obwohl du das Risiko kanntest, dass deine echten Erinnerungen möglicherweise nie wiederkommen würden, weil du die Geschehnisse aus deiner Kindheit einfach vergessen wolltest. Nach jahrelanger Planung begann deine Mission bei den Docks von SF-32 Islands, wo wir dich in einen der Kisten versteckten. Der Plan ging auf, du kapertest das Boot und begannst deine Mission, ohne jemals daran zu zweifeln, dass du der echte Sepp bist, also Sepp Linus bist, der am Tag zuvor von Shepherds Männern scheinbar erschossen wurde. Also lebt er wirklich noch? Ja, er lebt noch, Alex. Shepherds Männer lieferten sich eine heftige Schießerei mit Sepp Linus. Die vier überlebten Soldaten gehören auch mit zu TH. Ihr Ziel war es, Sepp Linus von der Bildfläche verschwinden zu lassen und die restlichen Soldaten von Shepard zu töten. Da wir nun seinen Tod vortäuschten, schlugen wir gleich zwei Fliegen mit einer Klappe. Denn Linus würde von nun an nicht mehr von der Regierung gejagt werden und wir konnten die Mission in der Basis starten. Da wir aber befürchteten, dass durch das Wiederauftauchen von Sepp Linus, der ja eigentlich tot sein sollte, man meine Männer verdächtigen könnte, mussten wir die vier erstmal auf Eis legen, solange bis der Einsatz vorbei ist. Keine Sorge, Sepp. Den Männern geht es gut. Du hast sie nicht getötet. Verstehe. In der Medic-Plattform. Deshalb auch die Spezialmixtur. Richtig. Und als ich in Shepherds Falle getappt bin, wem habe ich eigentlich die Feuerunterstützung zu verdanken? Ich verstehe nicht, was du meinst. In der Wasseraufbereitungsplattform. Da waren ein paar Schützen, die Shepherds Männer erledigt haben. Ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung. Nun ja, als Shepard dann tot war, wurden seine restlichen Anhänger von meinen Männern getötet, dass wir dann Sepp Linus anhingen. Ich konnte nun das Kommando auf der Basis übernehmen. Die Regierung glaubt, ich hätte die Ordnung in der SF-32 wiederhergestellt, solange Salandica glaubt, dass sie die Kontrolle über die Basis haben und Sepp Linus tot ist, sind wir alle sicher. Sepp, es tut mir leid, dass wir dich nach der ganzen Sache in der SF-32 einfach fallen lassen haben. Es ging aber nicht anders, denn Sepp Linus musste offiziell tot sein. Deshalb musstest du verschwinden und für immer untertauchen. Sepp, mit dem Wissen, dass ich dich nie wiedersehen würde, hinterließ ich dir die Kassette in den Twack, um mich von dir zu verabschieden. Aber leider hinterließ ich dir viel mehr Fragen als Antworten, da du dich nicht mehr an mich erinnern konntest. Das kann man wohl so sagen. Ich versuchte mir ein normales Leben aufzubauen, aber jede Nacht hatte ich Albträume. Ich wusste gar nicht so richtig, was ich glauben sollte. Ich fühlte mich so fremd in dieser Welt. Ich fing an, nachts in der Bar rumzuhängen. Eine ehrliche Arbeit konnte ich ja auch nicht nachgehen, da man mich sonst als Sepp Linus erkennen würde. Ich wette, all die Umschläge mit dem vielen Geld habe ich euch zu verdanken. Ja, von irgendetwas musstest du ja schließlich auch leben. Das ist ja auch das Mindeste, das wir für dich tun konnten. Ich vermute mal, dass ihr mich nochmal brauchen würdet, gehörte offensichtlich nicht mit zum Plan. Nein, denn in der Zwischenzeit hat sich einiges geändert. Malakoundi wurde von der Beast GSA überrannt
Und da ich bei den Black Projects eine ziemlich hohe Position genieße, erfuhr ich, dass die Regierung erneut einen Riss erschaffen wollte, um ihren Plan fortzusetzen. Das war aber noch nicht das Schlimmste, denn dummerweise hatte Salandica eine geheime Militärbasis auf Malla County, wo sie dort auch das verbleibende Materialitium lagerten. Ich wusste nicht, ob die BCGs wirklich so weit gehen würde, um eine Materialitium-Bombe einzuzünden. Mir wurde klar, dass nur du dazu in der Lage warst, es bis nach Malla County zu schaffen. Ich wusste auch, dass du dich niemals darauf einlassen würdest, da all deine Erinnerungen unterdrückt wurden, weshalb ich Alexandra beauftragte, dich im Park abzufangen und zu überreden, in GV Security einzudringen. Du solltest es mit eigenen Augen sehen, was die Regierung wirklich vorhat. Ich bin jetzt gerade ein bisschen... Nur deshalb schickten wir dich zu den Black Projects. Es bleibt jetzt nur noch eine Sache. Wir müssen verhindern, dass die Regierung erneut einen Riss erschafft. Vermutlich werden sie diesmal wieder nur einen sehr kleinen Zugang erschaffen, da die Auswirkungen vom letzten Vorfall noch zu spüren sind. Soweit ich weiß, wurde eine kleine Insel im südlichen Meer des Halanu zum Sperrgebiet erklärt. Einer meiner Männer berichtete mir von technischen Gerätschaften, die auf die Insel gebracht wurden. Auch ein paar Kisten Materialitium wurden gesichtet. Wir müssen die Geräte zerstören und das restliche Materialitium sicherstellen. Das ist unsere einzige Chance, um zu verhindern, dass sich diese schrecklichen Vorfälle je wiederholen würden. Schon okay, ich mache es. Genau das wollte ich hören. Das ist sehr interessant, euch hier zuzuhören. Und das Interessante ist, ich fand meine Schwester tot im Wald und hatte nicht mal Zeit, sie zu begraben. Wovon sprichst du eigentlich? Ich bin deine Schwester. Du bist nur zu einem Monster geworden. Warum nur? Alexandra, das ist nicht dein Bruder, sondern sein Doppelgänger. Frosch im Hals. Richtig. Sepp und ich kommen aus der gleichen Welt. Ich konnte ihn schon damals nicht ausstehen. Später sagte man, ich wäre psychisch krank, weshalb man mich wegsperrte. Als dann die Angriffe begannen, nutzte ich meine Chance, um abzuhauen. Ich sorgte mich um meine kleine Schwester und schaute zu Hause nach. Doch von ihr fehlte jede Spur. Ich rannte in den Wald und versteckte mich vor den Soldaten. Auf einmal hörte ich einen Schuss mit einem darauffolgenden Schrei. Ich eilte sofort hin. Was ich da erblickte, ließ mich regelrecht erstarren. Ich konnte es nicht fassen. Wäre ich nicht eingesperrt gewesen, dann hätte ich meine kleine Schwester retten können. Leider blieb mir nicht mal Zeit, sie zu begraben. Mit zitternden Händen schnappte ich mir die Uniform des toten Soldaten und schloss mich einer Gruppe Soldaten an. Glücklicherweise gab es damals diesen ganzen Mikrocomputer-Quatsch noch nicht, sonst wäre ich wohl gleich aufgefallen. All das, was ich an diesem Tag erlebt habe, konnte ich nicht fassen. Der eine Tag hat mein Leben vollkommen verändert. Mit einem Kriegsschiff fuhren wir über das Meer, bis wir auf eine Art Loch stießen. Die gesamte Flotte fuhr dorthin durch. Irgendwie war mir bewusst, dass ich nicht mehr in meiner Welt bin. Ich war voller Trauer, voller Wut, voller Angst und sogar voller Faszination zugleich. Ein Gefühl, das man nicht in Worte fassen kann. Während dem ganzen Kampfgeschehen am Portal traute ich meinen Augen nicht. Ein hochrangiger Offizier war mir wie aus dem Gesicht geschnitten. Ich konnte es nicht fassen, mein Doppelgänger. Er war nur ein paar Jahre älter als ich. Später beschloss ich, Karriere in dieser Armee zu machen. Dazu wartete ich auf meine Chance und lauerte Major Anderson auf und schnitt ihm die Kehle durch, damit ich seinen Platz einnehmen konnte. Ja, richtig gehört. Ich habe deinen Bruder getötet. Was? Nein, du Monster! Jeder Krieg erfordert Opfer. Jedenfalls, ich machte Karriere und lernte später Brooklyn kennen. Ich war auch mit bei der Gründung der BCGSA dabei. Obwohl wir unterschiedliche Ansichten hatten, vertraute mir Brooklyn. Nun, den Rest der Geschichte kennt ihr ja bereits. Warum nur? Warum? Weil ich all diese Leute vernichten will, die meine Welt zerstört haben. Sie sollen alle dafür bezahlen, dass sie mir meine Schwester genommen haben. Und ich will zurück in meine Welt, um sie zu begraben. Naja, was von ihr noch übrig ist.
Es tut mir leid um deinen Bruder. Für mich war er nur einer von vielen bösen Menschen, die uns alle vernichten wollten. Meine Schwester war alles, was mir damals jemals was bedeutet hatte. Alexandra, er ist ein Psychopath, aber auch er ist Salandika zum Opfer gefallen. Ich verspreche dir, dass die Verantwortlichen dafür bluten werden. Verstehst du? Salandika hat deinen Bruder getötet. Warum schützen sie ihn? Ich schütze ihn nicht. Auch er wird sich für seine Taten verantworten müssen. Ich glaube, wir sollten uns langsam fertig machen. In ein paar Stunden geht es los. Sepp, wir haben nicht viel Zeit, bis sie die Anlage in Betrieb nehmen werden. Wenn du es nicht rechtzeitig schaffst, die beiden Generatoren zu deaktivieren, dann werden meine Männer die Insel stürmen. Ich muss es einfach schaffen. Es würde zwar nicht viel bringen, aber vielleicht wirst du deine Waffen brauchen. Ja, danke für die Beschaffung. Ich sollte mich jetzt besser beeilen. Viel Glück, es geht jetzt um mehr als TA. Es geht jetzt um mehr als nur TA. Ja, wir haben einen neuen Room-Scanner. Mr. Steve hat uns hier die Waffen wieder beschafft. Und ob das nun die gleichen sind oder bloß das gleiche Modell, das kann man nicht so genau sagen. Ich muss jetzt erstmal was trinken. So viel gequatscht und vorgelesen, da kriegt man eine richtig trockene Kusche. So. Ja gut, den Taser brauchen wir jetzt erstmal nicht. Room Scanner Light. Ja, die unterschiedliche Variation der Room Scanner hatte ich deswegen gemacht, weil ich wollte, dass die Minimap so ein bisschen auch der Umgebung angepasst ist. Der Room-Scanner in Mala County, den habe ich absichtlich dann auch so ein bisschen so fehlerhaft gestaltet, also dass er immer so ein paar Macken hat, zum Beispiel Zug hier, wo das dann rumspinnt oder halt, also dann immer mal abstürzt während der hier dann schon wieder ein bisschen moderner wirken soll oder halt den ersten, den wir in den ersten beiden Kapitel haben. Room-Scanner 2.0. Sepp, wo bist du? Ich bin gerade bei Temple Garden angekommen. Gut, ich habe knapp hinter deiner Position mit meinen Männern Stellung bezogen. Sobald sie den Riss öffnen, sind wir gezwungen, die Insel zu stürmen. Geben Sie mir noch etwas Zeit. Ich kann es noch schaffen. Ich fürchte, die Zeit haben wir leider nicht. Sie wissen, wenn Sie die Insel stürmen, dann darf keiner von denen entkommen, der euch gesehen hat. Ansonsten war es das für TH. Das Risiko müssen wir leider eingehen. Die haben knapp hinter unserer Position Stellung bezogen. Da müssen wir mal schauen. Einfach mal aus Neugier. Sepp, was machst du hier? Wir haben nicht genug Zeit, wenn du es nicht rechtzeitig schaffst, die Generatoren abzuschalten, bevor sie den Riss öffnen. Dann müssen wir die Insel stürmen. Und... ja, wie sind die hergekommen? Sind die auch mit dem Schiff gekommen? Ja, auch an sowas habe ich gedacht. Ja, wir schauen jetzt bloß mal ganz kurz. Ja, tatsächlich. Ja, ich weiß, das klingt jetzt so überrascht, aber ich wollte es natürlich auch zeigen. Also wenn ich schon ein Let's Play mache, dann zeige ich dann schon solche, ich nenne es mal Kleinigkeiten so. Weil wenn die jetzt auf einmal hier stehen würden und trotzdem kein Schiff weiter in Sicht ist und Sepp kommt mit dem Schiff, das wäre dann schon ein bisschen unglaubwürdig. Hm.
Ja, Mr. Stephen, der pafft ja seine Zigarre. Ja, komm, wir gehen erstmal hier rum. Also erstmal nach rechts. Also wir können... Wir haben zwei Generatoreneinheiten, die wir deaktivieren müssen. Wir können auch erst nach links gehen. Das ist eigentlich egal. So. Ja, das sind auch wieder so Mikrocomputer. Und Mikrocomputer sind sozusagen elektronische Doktheks. Wo halt sonstige Informationen über die Soldaten und ihren Einsatz drauf gespeichert ist. Okay, wir haben hier 6 Soldaten in diesem Level. Ja, hier sehen wir schon ein Kabel. So, den haben wir. Ja, der Dialog, wo das alles dann so aufgelöst wird, ja, das ist nicht gerade was für Lesefaule. Also der Dialog ist schon sehr umfangreich. Aber für mich persönlich ist Story eigentlich mit das Wichtigste im Spiel. Das ist... Ah, komm, wir nehmen mal unseren Taser. Okay. Das war wohl nicht so gut. Ja, und das ist sicher auch etwas, womit man nicht unbedingt rechnet. Also, dass zum einen The Claw auch mit aus Sepps Welt stammt. Oder überhaupt, dass Sepp aus dieser anderen Welt kommt und... auch The Claw, also der ja im Grunde genommen ja ein böser Mensch ist, hat auch seine Gründe, als er letztendlich auch ein Opfer von Salandica geworden. Ja, komm, schalten wir den mal aus. Okay, von denen hatten wir die schon. Okay, einer fehlt noch. Aber wir holen sowieso nicht alle. Ich hatte bloß geschaut. In GB Security hatten wir alle alle Karten gesammelt. Sepp, warte! Nichts anfassen! Warum? Was ist los? Wie viele Generatoren sind das? Es sind 3 nebeneinander. Mist, da haben sie wahrscheinlich das kleinere Modell. Wir gingen davon aus, dass sie nur 2 große Generatoren verwenden. Nach Dr. Hansen seinen Berechnungen müssten sie noch 3 weitere haben. Wahrscheinlich befinden sie sich an einem anderen Ort. Du kannst sie nicht einfach so abschalten, da sie möglicherweise zusammengeschaltet sind. Wenn du einen deaktivierst, dann bekommst du durch den beiden anderen Geräten einen elektrischen Schlag. Das würdest du nicht überleben. Wir müssen uns was einfallen lassen. Ich habe noch ein paar EMP-Sensoren. Würde das was bringen? Das könnte funktionieren. Warte mal kurz. Ja, Dr. Hansen meinte das brillant. Platziere die Sensoren an allen beiden Generatoreneinheiten. So können wir sie auch gleichzeitig abschalten. Okay, verstanden. So, das war Nummer 1.
Ja, komm, das andere. Ja, den anderen Mikrocomputer holen wir uns auch noch. Der andere, also die andere Generatoreneinheit ist in einem anderen Bereich. Okay, wir haben bloß noch 10 Schuss. Sollten wir uns wahrscheinlich ein bisschen einteilen. Ah. Ja, das ist jetzt deswegen zu dumm. Weil der Blitz halt so helle ist und alles überleuchtet hat. Also, ja, deswegen ist der Rest der Umgebung. Das ist ungefähr wie wenn ihr einfach in eine Taschenlampe reinguckt, da wird ja alles andere rundherum auch dunkel. Ja, komm, da warten wir hier und dafür schalten wir den mit der Hand aus. Sparen wir uns einmal These-Munition. Von ihm haben wir schon hier diesen Mikrocomputer. Ich würde sagen, wir schauen erstmal hier oben. Ja, der hier ist glaube auch erst auf extrem da. Also bei normalen Schwierigkeitsgraden ist der eine hier nicht da. Ja, hier ist schon alles zugewachsen. Stimmt, ich glaube, hier gab es auch noch mal Taser-Munition. Aber wir schauen erstmal hier. Okay, da sollten wir mal lieber nicht hin. Ich mach's trotzdem einfach, um es euch zu zeigen. Ja, war jetzt nicht besonders spektakulär, aber ich wollte es einfach mal gezeigt haben. Das gleiche gilt natürlich auch, wenn wir jetzt einmal mal rumballern. Na eh, mir fällt gerade ein, ich habe die Waffen noch nie in diesem Let's Play abgefeuert. Das werden wir dann noch machen, einfach um die zu zeigen. Ja, so, wir schauen uns jetzt hier nochmal ein bisschen um. Also ich werde jetzt garantiert schon über 20 Alarme haben. Ein paar Fails hatte ich ja. Und Medipack ist voll. Nee, und dann halt solche Sachen, wo ich das dann noch zeige halt, was passiert, wenn man jetzt diesen und diesen Weg geht, wo man schon nicht lang gehen sollte. Ja, ich habe Thesenmunition. Ja,
Okay. So, da gehen wir mal zurück. Das Kabel haben wir gesehen, das wird auf die andere Seite. Haben wir das schon? Ich weiß jetzt nicht, ob da zurück geht oder... Okay, da geht zurück. Schauen wir uns hier mal ein bisschen rum. Na okay, lass mal ihn sich noch mal ein bisschen hin und her drehen. So. Ja, ist immer gut zu warten, bis da fertig ist mit Umschauen. Ich glaube, hier unten war noch mal These oder plus nein, okay, hier war plus ein Medipack. Okay, hier haben wir ja 6 Soldaten. Ja, gehen wir erstmal hier lang. Ja, komm, den holen wir uns auch noch. Hier ist eine Sackgasse. Schauen wir uns erstmal hier noch ein bisschen um. Ui. Ah, ich glaube, das ist jetzt keine gute Idee, was ich jetzt hier mache. Okay, das ging noch. Ja, ich wusste jetzt nicht genau, ob der jetzt auch hier hochläuft. So, hier wird der Pfad immer enger und ja, hier ist auch eine Sackgasse. Ja, das ist jetzt auch schon ein bisschen weitläufiger, sag ich mal so, dieser Bereich. Okay, da gehen wir wieder zurück. Ja, hier kommen wir dann auch bis wieder unten raus. Okay, wir gehen hier lang. Hier oben war noch ein Soldat. Na komm, wir holen jetzt doch nicht alle Mikrocomputer. Wir haben ja sowieso jetzt schon einige übersehen. Aber wie gesagt, ich hatte das jetzt auch nicht bestrebt. Wir haben jetzt, okay, 3 von 6. Okay, warten wir mal, bis der sich bewegt. Okay, hier sind auch 2 in diesem Bereich. Ich glaube, auf normal und hart und einfach ist hier bloß einer. Ja, wir gehen mal lieber ein bisschen
So, warten wir mal, bis der sich wieder umdreht. So, da haben wir ihn. So, ja, einer fehlt uns, aber ja, egal. Sepp, die haben soeben die Anlage aktiviert. Wir stürmen die Insel. Warte, ich habe die anderen Generatoren gefunden. Platziere den Sensor und stoß dann zu uns. Okay. Okay, die kämpfen sich schon mal durch. Also hier Mr. Steve mit seinen Leuten.